Fangen wir an. Okay. Wir fahren. Es war noch sehr heiß. Ich hab mir die Zunge verbrannt, glaube ich. Bis zur Heiratsfahrt. Hi. Hallo. Willkommen zum letzten Video zum Thema lineare Funktionen. Das letzte schon? Ja, das letzte. Gibt es nichts mehr zu erzählen dazu? Nein, nee, hier, danach reicht es mal. Lineare Funktionen, das ist so piss einfach. Da kannst du ja keine 20 Videos zu machen. Oh. Nein. Danach müssen wir damit mal aufhören. Wir gehen weiter dann zu den quadratischen Funktionen. Level Nummer 2. Genau, Level Nummer 2. Heute reden wir über Anwendungsaufgaben, über das... Achtung, hochgestochener Ausdruck, Lösen von realen Problemen oder das Lösen realer Probleme mit Hilfe von linearen Funktionen. Das ist ein Mathelehrersatz gewesen. Okay, worum geht's heute? Wie gesagt, wir wollen lernen, welche Textaufgaben der Lehrer uns irgendwie vorwerfen könnte und wie wir die ansatzweise lösen. Wir schauen uns dafür also erstmal an, worum es eigentlich geht. Ja, was wir erkennen wollen, ist die sogenannte proportionale Zuordnung. Das kennen wir noch aus Wunderbare der siebten Klasse oder so. Siebte, achte Klasse vielleicht? Wunderbar. Achte? Keine Ahnung, ist ewig her. Irgendwann habt ihr mal proportionale, könnte auch in der neunten gewesen sein, ich bin nicht sicher. Habt ihr mal proportionale Zuordnung gehört? Also Dinge, wo sich, wenn sich eine Größe verändert, die andere Größe proportional mit verändert. Nein! Ja! Was du nicht sagst. Manchmal habe ich das Gefühl, du nimmst mich nicht ganz ernst. Ich weiß, ein meiner Beispiele hier, das hat mich Lena eben gerade schon darauf hingewiesen, ist natürlich so ein bisschen aus der Steinzeit und das ist auch gleich das erste, ist der Handytarif. Aber eine beliebte Aufgabe immer noch. Ne? Also irgendwie diese Geschichte mit der ihr habt eine Grundgebühr und dann zahlt ihr pro Minute. Das ist natürlich so ein bisschen veraltetes Modell, wir haben ja heute nur noch Flatrates. Aber trotzdem war es ja eine ganze Zeit lang Mode zu sagen, okay, was weiß ich, du bezahlst 10 Euro Grundgebühr, also 10 Euro generell schon mal einfach an den Anbieter, damit du überhaupt den Vertrag haben darfst. Jeden Monat und dann bezahlst du noch pro Minute, 9 Cent oder sowas. Ja? Das heißt also, ne, mit meinen Minuten, die ich vertelefoniere, steigt das Geld an, was ich zu bezahlen habe. Mhm. Ja? Das heißt also, wenn ich, 5 Minuten telefoniert habe, dann musste ich eben 45 Cent bezahlen. Wenn ich 10 Minuten telefoniert habe, musste ich 90 Cent bezahlen. Es steigt proportional immer gleichbleibend an. Ja? Das ist die Idee dahinter. Weitere Beispiele für sowas ist ein Stromtarif. Da habe ich euch hier auf der rechten Seite jetzt auch mal das entsprechende Koordinatensystem so ein bisschen hingemalt, um das mal so ein bisschen aufzuzeigen. Ne? Beim Stromtarif habe ich auch eine monatliche Grundgebühr, also ich bezahle immer. Oder eine jährliche, je nachdem, keine Ahnung. Gebühr dafür, dass ich überhaupt von meinem Stromanbieter beliefert werde, ja, von meinem Energielieferant. Und diese Grundgebühr, auf die kommt dann eben noch hinzu ein Preis pro Kilowattstunde, die ich zum Beispiel verbrauche. Ja? Und mit dieser Kilowattstundengeschichte ist ja nicht so, dass ich da großartige Rabatte oder sowas kriege, sondern im Regelfall kostet jede Kilowattstunde immer das Gleiche. Und damit habe ich auch wieder den proportionalen Anstieg. Ja? Das Ganze gilt für alle anderen Sachen auch, also Bewegung mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Das ist diese beliebte Bergsteigeraufgabe. Ne? Die Bergsteiger, die irgendwie, die beide irgendwie von einem Berg runtersteigen, zwei Bergsteigergruppen und die eine schafft irgendwie, 300 Meter pro Stunde und die andere schafft 200 Meter pro Stunde und auf welcher Höhe treffen die sich? Ja, okay. Generell ist es also immer so, ich habe irgendwo so eine Art Konstante, also irgendwas, was immer da ist, ja. Zum Beispiel also die Grundgebühr beim Handytarif oder beim Stromtarif oder bei den Bergsteigern wäre das jetzt die Höhe, auf der sie angefangen haben mit dem Abstieg. Ja, mhm. Die einen haben vielleicht bei 3000 Meter angefangen und die anderen bei 2500 Meter oder sowas. Ja, und diese Konstante, das wird immer auf der Y-Achse abgetragen, wird also bei dieser linearen Funktion, die wir jetzt hier betrachten, unser Y-Achsenabschnitt, unser Wert b in y gleich mx plus b. Das ist immer so. Und dann habe ich eben diese monatlichen Kosten von, 2 Euro für die Kilowattstunde oder nicht monatlich, also generell die Kosten.
was weiß ich, ich hätte 2 Euro für eine Kilowattstunde wäre jetzt arg teuer, aber sagen wir mal 50 Cent für eine Kilowattstunde, wenn es immer noch schweineteuer ist, oder 9 Cent pro Minute beim Handy oder sonst irgendwas. Ja, das heißt also, dieses Ding, was ich irgendwie pro Minute, pro Kilometer, pro Kilowattstunde, pro irgendwas bezahle, das ist meine Steigung. Und die Grundgebühr oder was auch immer ich habe, das ist der Y-Achsenabschnitt. Und nach dem Schema funktioniert der ganze Spaß eigentlich immer. Ja, hier nochmal als Beispiel mit einer Autovermietung. Ja, wenn ich eine Autovermietung habe, upsie, muss aber nichts. Und ich habe da eine Grundgebühr pro Vermietung, die ich anstrebe, von 25 Euro, ja, dann bedeutet das also, dass ich immer mindestens 25 Euro bezahle. Ich darf nie auf dem Ding rummalen. Willst du mal auf dem Ding rummalen? Ja. Okay, dann haben wir noch einen blauen Stift jetzt. Und jetzt müssen wir pro Kilometer 2 Euro bezahlen. Ja. Oder Herzchen malen. Okay, weiter geht's. Ja. Wir bezahlen jetzt also pro Kilometer bezahlen wir 2 Euro. Was heißt, wenn wir 5 Kilometer gefahren sind, wie viel muss ich dann auf meine 20 Euro noch drauf bezahlen? 10. 10 Euro, dann bezahle ich also insgesamt? 35. Wir sind ja bei 25. 25, ja? Genau. 25, ich habe glaube 20 gerade gesagt. 25 plus 10 sind 35. Alles klar, dann tragen wir ein. Hier. Genau. Und jetzt kann ich das malen. Oh je. Okay. Also wenn die Lina gestern ein bisschen weniger getrunken hätte, würde das jetzt sicherlich viel schöner aussehen. Aber von der Sache her soll das eine lineare Funktion darstellen. Guck mal, jeder kann das sehen. Kann man sehen. Ja, und die steigt gleichmäßig an, weil ich ja pro jeden Kilometer, den ich mehr fahre, immer 2 Euro bezahle. Ja? Okay, das ist soweit klar? Ich denke, oder? Ja. Das ist ziemlich simpler Quatsch. Okay, alles klar. Jetzt kommen wir zu diesen Möchtegern-Problemen, die wir da immer im Unterricht lösen wollen. Inklusive Schleichwerbung. Inklusive Schleichwerbung, weil ich... Europcar, 10 Euro pro Vermietung, 2 Euro pro Kilometer. Ja, Sixt, 25 Euro pro Vermietung, aber nur 1,50 Euro pro Kilometer. Wir suchen uns erstmal jetzt die beiden Y-Achsenabschätzdinger raus. Einmal für Europcar. Bei Europcar bezahlen wir 10 Euro, genau. Alles klar. Und bei Sixt bezahlen wir 25 Euro. Guck mal, wie das läuft, wenn du redest und ich male. Ja, hervorragend eigentlich. So, 25 Euro bei Sixt. Jetzt ist es also so, jetzt können wir uns wieder fragen, okay, wie sieht's aus? Bei Europcar bezahlen wir, wenn wir 10 Kilometer gefahren sind, bezahlen wir bei Europcar insgesamt. Wo sind wir? Hast du den blauen oder den grünen Stift? 5, 10, ja. 20. Was hast du gesagt? Wie weit sind wir gefahren? 10 Kilometer. Und 2,20 Euro. 20 plus die 10 Euro obendrauf 30. sind insgesamt 30. Okay, und jetzt fahren wir auch 10 Kilometer bei Sixt. Na. Warum muss ich das ausrechnen? Ja. Das kann ich nicht. 10 mal 1,50 Euro sind 15 15. Euro. Und 15 Euro plus 25 Euro sind insgesamt 40. 40 Euro. Okay, jetzt können wir die linearen Funktionen in etwa skizzieren. Lena gibt sich diesmal besondere Mühe. Damit wir hoffentlich erkennen, dass es da irgendwann einen Schnittpunkt geben wird. Da ist eine Unterbrechung drin, das dürft ihr auch da nicht machen. In den Hausaufgaben. Nein, das wird als eine Linie durchgezogen. Okay, wenn wir diese ganzen Linien jetzt noch ein bisschen weiterführen würden, würden wir also irgendwann erkennen, okay, die bewegen sich aufeinander zu. Und es wird irgendwo einen Punkt geben, an dem... Europcar nicht mehr günstiger ist als Sixt. Im Moment ist ja Europcar immer günstiger, das erkennen wir daran, dass die grüne Linie weiter unten ist. Ne? Und die Y-Achse ergibt ja die Euros. Ne? Aber irgendwann gibt es einen Punkt, ab dem ist dann Sixt auf einmal günstiger als Europcar. In dem Punkt wollen wir jetzt ausrechnen. Lena, wo schätzt denn, wo ist denn der? Oh, das kann man so gar nicht sagen, das kann man ja gar nicht sehen. Ja, aber nur so ungefähr, was würdest du denn tippen? So... Ungefähr bei 30, ne? Nee, weniger. Weniger als 30, meinst du? Ja, weil guck mal, 30 ist da und da ist schon... Ja, das ist richtig. Bisschen weniger. Ja, vielleicht haben wir aber auch zeichnische Ungenauigkeit drin. Nee, glaube ich nicht. Hier, nee, guck mal, wie gut ich das gemacht habe. Ja, ist eigentlich perfekt. Kann gar nicht sein, zeichnische Ungenauigkeit. Brauch keine mehr nachzurechnen. Ich brauche gar kein Lineal für sowas. Nein, totaler Quatsch. Okay, wir schauen nach. Was muss ich eigentlich machen? Ich habe hier zwei lineare Funktionen. Und was mache ich? Ich berechne den Schnittpunkt, natürlich.
Ja, das ist das Ding, was gesucht ist. Ist aber falsch. Bei allen Anwendungsaufgaben immer nur Schnittpunkt gesucht. Ja, ich habe daher zwei lineare Funktionen. Ich nenne sie A1 und A2, wie Autovermietung 1 und Autovermietung 2. Immer in Abhängigkeit von S, meiner Strecke. Ja, also ich kann ja auch, anstatt die Variable X zu nennen, kann ich sie S nennen. Ich kann sie T nennen, ich kann sie V nennen. Ist vollkommen egal. Ja, ist immer eine lineare Gleichung an dieser Stelle. Und wir haben also Autovermietung 1, das wäre jetzt, glaube ich, Europcar, also 2S plus 10, also 2 Euro pro Kilometer Strecke plus 10 Euro pro Vermietung. Und Autovermietung 2 ist 1,50 Euro pro Strecke, also pro Kilometer Strecke und 25 Euro pro Vermietung. Ja, und ich muss jetzt hier den Schnittpunkt ermitteln. Deswegen, Schnittpunkt, haben wir im letzten Video gelernt, wie ermittle ich den Schnittpunkt? Gleichsetzen. Gleichsetzen, da ist das magische Wort. Ja, das haben wir auch gemacht. Wir setzen also gleich A1 von S gleich A2 von S. Daraus ergibt sich 2S plus 10 ist gleich 1,5S plus 25. Was werden wir jetzt tun? Ganz klar. Auflösen. Auflösen. Alle S-Dinger auf eine Seite, die ganzen Dinger ohne S auf die andere Seite. Das haben wir alles hingebracht. Und dann kommt also heraus nach jeder Menge Termumformung und so weiter und so fort, S gleich 30. Ja. Ein Traum. Ein Träumchen. Also aber, als ob ich es vorher gewusst hätte. Als ob du falsch gerechnet hättest, weil wir haben eben in meiner wunderbaren Zeichnung gesehen, dass es nicht bei 30 ist. Okay, also diese Rechnung hier ist natürlich nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Ja? Also was würde ich mir anmaßen, dass ich sowas ausrechnen kann, wenn die Lena das doch vorher anders gemacht hat? Ja. Sorry. Okay, die Antwort ist dann also, ne, ab einer Fahrleistung von 30 Kilometer oder mehr ist dann auf einmal Six günstiger. Vorher ist Europcar günstiger, ne? Um das noch mal klar herauszustellen. Die Frage war ja, welcher Anbieter, die habe ich ja ganz ketzerisch gestellt, welcher Anbieter ist günstiger? Das hängt ja davon ab, wie viele Kilometer ich fahre, ne? Deswegen, diese Frage lässt sich nicht trivial beantworten. Ich kann nicht sagen, Six ist immer günstiger, Europcar ist immer günstiger, Eastside ist die beste, Westside ist die beste. Das funktioniert nicht so simpel. Kommt der Gangster-Rapper in den Geil, oder? Ja, also, nein, Spaß beiseite. Die Rechnung liefert also, dass die Strecke 30 Kilometer oder mehr sein muss, damit Sixt günstiger wird. Ja? Obwohl es am Anfang eben die höhere Grundgebühr, die höhere Gebühr pro Vermietung verlangt. Nach diesem Schema sind die Aufgaben immer aufgebaut. Ja? Das ist das Wichtige. Das ist das, was wir heute eigentlich als Quintessenz aus dem Video mit rausnehmen wollen. Wir wollen uns merken, es muss immer sowas geben wie einen fixen Wert zu Beginn. Das kann eine Höhe beim Bergsteiger sein, das kann irgendwie ein Startpunkt bei irgendeinem Auto sein, was irgendwo lang fährt. Das kann aber auch, wie gesagt, die Grundgebühr vom Stromtarif, von der Autovermietung, das kann das immer alles sein. Und dann habe ich immer eine Sache, die sich eben konstant vermehrt oder verringert. Ja? Also beim Bergsteiger verringert sich die Höhe eben konstant, weil der, was weiß ich, 200 Meter pro Stunde zurücklegt und man eben vereinfacht davon ausgeht. Oder bei einer Autovermietung bezahle ich also pro Kilometer immer konstant mehr oder. Und daraus stelle ich meine linearen Funktionen auf. Ja, und dann suche ich mir noch einen Schnittpunkt. Und dann ist schon alles fertig. Traum. Ja, super simpler Quatsch. Okay, ja, ich denke, das war es soweit zu dem Thema. Ja. Alle Aufzeichnungen findet ihr wie immer hier unter dem Video als PDF zum Download. Wenn ihr noch Fragen oder sowas dazu habt, dann könnt ihr die natürlich hier gerne in die Kommentare schreiben. Ja, dann werden wir die irgendwann beantworten. Darf ich das auch beantworten? Ja, darfst du das auch beantworten. Das ist, ich habe dir nicht dazu geholt, damit ich die ganze Arbeit mache. Ja, muss ja auch hier, das läuft ja wie geschmiert. Ich darf auf dem Dingen rummalen. Ja? Ich darf Fragen beantworten. Ja? Ja. Das macht ja richtig Spaß hier. Ja, es wird immer, und es wird noch besser. Ich bin mir sehr, sehr sicher, es wird noch besser. Wunderbar. Ja. Okay, also ihr Lieben, das war es soweit zu diesem Video. Beim nächsten Mal werden wir uns also wahrscheinlich nicht mehr mit linearen Funktionen auseinandersetzen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt machen wir die quadratischen. Jetzt geben wir Gas. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Volle Möhre. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Tschüss.